Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde da draußen, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Seid aufs Trefflichste willkommen hier bei Lurch und auch bei Lama. Und auch meinen Spielern ein herzliches Willkommen heute Abend. Hallo. Ja, eure Mikros sind schon auf, ihr dürft was sagen. Es ist in Ordnung. Tut bitte nicht so, als würde der Ton nicht funktionieren. Das kostet mich 2 Jahre. Ja, super Internetverbindung, Mariano. Läuft. Saskia ist umgezogen? Genau, nach New York. Ich freue mich, wie ihr gerade eben im Chat schon richtig erkannt habt, 4 Monate läuft das Ding hier schon. Heute Folge 8. Und es sind ganz schön viele Dinge seitdem passiert. Also schräg viele Dinge. Vor allen Dingen denke ich bei dem Lurch und mir. Aber bei den anderen auch. Ich meine, Lurch und Lama haben einen Shop. Draxa ist jetzt ein Bär. Noch nicht, aber auf dem Weg dahin. Auf dem Weg dahin, genau. Die liebe Nissa zeichnet echt schräge Dinge aus dem Lurch und Lama Shop. Ja, es macht Spaß, das ist cool. Interessante Dinge, würde ich sagen. Und der Kanal von Dustin wird auch immer erfolgreicher. Und immer größer. Gibt's was Neues bei dir? Außer, dass du heute eine ganz schreckliche Lehrerkonferenz hinter dir gemacht hast. Ja, was heißt schreckliche Lehrerkonferenz? Es war halt eine sehr lange Lehrerkonferenz. Also ich war halt von 15 bis 18.15 Uhr in der Konferenz, bin nach Hause gestartet, um mich dann direkt hinter den Rechner zu schmeißen. Das war schon ein bisschen anstrengend, aber sonst super viel Neues, nicht abgesehen von der Überraschung, die ich vorbereitet habe. Komm mal gleich, ja. Komm mal gleich zu. Ich bin sehr gespannt. Hier haben Menschen... Und tatsächlich von diesen 5 Leuten, die hier gerade vor der Kamera sitzen, wissen überhaupt nur 2 Leute nicht, was gleich kommt. Ja, nämlich Saskia und ich. Die anderen 3 kennen das schon. Mir wurde ein Video zugeschickt. Ich spiele es gleich ab und habe noch nicht einen einzigen Blick reingeworfen. Ich bin überaus gespannt, was da gerade kommt. Aber Nissa, wie war deine Woche? Shiraki. Okay. Bis jetzt. Ich bin geimpft worden gestern. Yay. Ja, ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir gut. Mein Arm tut weh, aber sonst ist alles in Ordnung. Also die große Katastrophe blieb aus. Welches Gift hast du bekommen? Das BioNTech. BioNTech, mhm. Alles klar. Ja. Scheinbar wollte meine Ärztin mich ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, nachdem sie meinen Mann mit Johnson & Johnson weggeballert hat. Hat sie? Hat ihn das umgetreten? Oh ja, das hat ihn wirklich fast 1 Woche umgetreten. Das war hart. Ja, dafür nur einmal. Ja, dafür hat das jetzt also hinter sich. Ne? Andere lassen sich mit Impfstoffen 2-mal umtreten. Dein Mann nur einmal, aber dafür 1 Woche. Ja. Ja. Ah ja, eins habe ich tatsächlich noch zu sagen. Ja. Und zwar... Ich habe ja mal schon das Naturama-Projekt hier angesprochen. Ja. Und da habe ich ja auch einen Auftrag drin frei. Ihr solltet euch eventuell den mal angucken, weil der hat meinen letzten Preisanstieg nicht mitgemacht. Das heißt, wenn ihr ein Schnäppchen machen wollt, dann wollt ihr da vielleicht zuschlagen. Okay. Jetzt habe ich keinen Link. Ich kann den ja nachreichen. Kannst du den in Discord posten? Ja, es ist, wenn man Naturama-Projekt googelt, findet man es auch. Also es ist auf der ersten Google-Seite. Alles klar. Was gibt's Neues bei Mariano? Ich habe diese Woche noch Post gekriegt von Lurch und Lama mit Pathfinder, dem Grundregelwerk und diesen wundervollen Regenbogenwürfeln. Ja. Passend zum Pride Month. Ansonsten gibt's gar nicht so viel Neues. Ne? Aber du hast jetzt Regenbogenwürfel. Definitiv. Die kommen heute zum Einsatz vielleicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wozu es heute kommt. Ja, ich finde die auch super schön. Die liebe Ivy hat uns die ja zum Weiterverkauf gegeben. Danke nochmal dafür. Und irgendwie haben wir ihren ganzen Shop mit Pride-Würfeln leer gekauft. Ja. Und an euch weitergegeben. Ah, Tigerdrache hat gerade den Link zum Naturama-Projekt. Ah, danke, gepostet. Tigerdrache. Super. Sehr schön. Ja,
Und bei uns? Lurch? Also ich würde sagen, zum einen, es gibt noch ein paar wenige T-Shirts und Hoodies. Ja. Also es sind echt nicht mehr viele. Die haben wir in den Shop gesteckt. Hylaya ja. Sagt gerade Pride-Würfel, oje, und ich habe es verpasst. Sind die alle ausverkauft bei uns? Die waren aber auch, glaube ich, nach praktisch also, sofort weg, oder? Ja, also wir hatten sie einmal, dann waren sie weg, dann hatten wir sie nochmal, dann waren sie wieder weg. Kommen bestimmt irgendwann nach, Hylaya. Aber so lange lasse ich sie jetzt erstmal draußen, weil wir nicht wissen, wann. Genau, weil auch die liebe Ivy keine mehr hat und die müssen jetzt erst wieder importiert werden. Das und dauert. Dann, sobald sie wieder da sind, ich schreibe dich auf jeden Fall an. T-Shirts und Hoodies. Ein paar wenige sind noch da. Also wenn ihr welche haben wollt, jetzt bitte. Ja. So, sonst sind sie wäsch. Und wir haben uns sehr spontan dazu entschieden, ein Community-Treffen zu machen. Ach stimmt, das war ja auch die Woche. Ja. Das war auch diese Woche. wir werden am letzten Juli, 1. August-Wochenende, genau dieses Wochenende, ein Community-Treffen machen. Und zwar auf Burg Breuberg im Odenwald. Das ist eine echt wunderschöne Burgjugendherberge. Super gemütlich, tolle Gruppenräume, fantastischer Herbergsvater. Also Mariano und ich kennen die sehr gut. Wir haben da das ein oder andere Silvester in unterschiedlichen Stadien der Alkoholisierung hinter uns gebracht. Aber immer sehr schön. Aber immer schön, genau. Und ich glaube, 10-mal habe ich auf dieser Burg Silvester gefeiert schon. Und jetzt machen wir da unser Community-Treffen. Solltet ihr Lust darauf haben, dann ein paar wichtige Infos. Kommen dürft ihr, wenn ihr euch testen lasst, und zwar von einer offiziellen Teststelle, Apotheke, was auch immer. Wir brauchen ein schriftliches Zertifikat und das darf maximal vom Tag davor sein. Also es muss ein frisches Zertifikat sein, ne? Nicht jetzt eins machen und dann im Juli kommen. Frisches Zertifikat. Am gleichen Tag, also an dem Freitag oder einen Tag davor. Das ist völlig in Ordnung. Und auch, wir freuen uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, ob ihr schon geimpft seid oder genesen oder beides. Wir haben uns aber dazu entschlossen, entgegen der sonstigen Regularien, dass einfach jeder sich testen lässt. Und zwar unabhängig davon, ob man geimpft ist, genesen ist oder die Tochter vom Papst. Das ist ganz egal. Wir lassen nur Leute mitspielen, die sich testen lassen, einfach um die Leute, die kommen, die nicht geimpft sind, zu schützen. Denn wenn man geimpft ist, kann man zwar nicht krank werden oder nur sehr unwahrscheinlich und nur sehr schwach, aber man kann trotzdem unter Umständen die Krankheit übertragen. Und um deswegen die zu schützen, die da sind, die nicht geimpft sind, muss sich einfach jeder testen lassen. Wir lassen auch nicht mit uns diskutieren. Ist auch nicht so, ich zahle doppelten Eintritt und komme ungetestet. Nein, Test oder raus. Also das ist die Möglichkeit. Wenn ihr unter diesen Umständen Lust habt, mit uns ein fantastisches Wochenende voller Spielspaß und guter Laune und bald kommendem nicht zu intensivem Programm, dann schreibt bitte eine E-Mail an lama@lurchundlama.de und meldet euch bei uns an. So. Jetzt haben wir da dieses Video. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Warte. Ja? Stimmt, du hast auch mal was. Da ist noch eine Nissa-Figur, die war nämlich das letzte Mal nicht dabei. Nein, danke, Ivy. Danke, Ivy. Ja, danke schön. Ja, dann habe ich ja hier das letzte Mal auflaufen lassen, aber dafür gibt es meine Figur heute alleine. Ja. Sehr cool. Eine Pyria, wie Eldahorn schreibt. Oh. Da steckt man einmal ein Zirkuszelt aus Versehen an. Ja. Schon so umbenannt.
Hylaia sagt, gibt es dann da Fotos von dem Event oder so eine Art Zusammenfassung? Ja, es gibt natürlich eine Art Zusammenfassung. Wir werden hinterher erzählen, was da alles gewesen ist. Fotos? Jein, nicht von allen Teilnehmern. Wir haben schon Leute gesagt, sie möchten eigentlich von sich selber keine Fotos im Internet haben. Wir werden da vorher abfragen, wer möchte das und wer möchte nicht. Ihr werdet natürlich nur Fotos zu sehen bekommen von Leuten, die sagen, es ist okay, wenn mein Foto im Internet veröffentlicht wird. Jeder, der das nicht möchte, gibt uns kurz Bescheid und dann passiert das natürlich nicht. So. Also gibt es ganz, ganz viele Bilder vom Lama. Und vom Lorch. Was? Ich zitiere mich selbst, unterschiedlichen Stadien der Alkoholisierung. Nein, das wird nicht passieren. Das geht ja relativ schnell, habe ich mir sagen. Eben, da gibt es nicht viele Stadien, da gibt es an und aus. Ein, zwei Gläser Wein und der Lorch ist weg. Also solange ich voll bekleidet bin, kannst du gerne Fotos schießen, kein Ding. Okay, lass uns nach dem Stream nochmal lesen, was genau, also die genaue Definition von voll bekleidet. Und dann bekleidet. Unrum bekleidet reicht, alles klar, super. Wunderbar. Ich sehe, es wird ein super Wochenende. Ich freue mich. Scarva sagt, der Lurch kriegt von allen einen Piccolo Sekt. Das ist... Reicht ist das tot? Ja, ja, bin ich tot. Gut, Kinders. Da gibt es so ein Video. Ich bin jetzt echt neugierig. Ich bin wirklich neugierig. Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Oh, ich Gott. Weiß auch nicht, was da kommt. Ich habe noch nie reingeguckt. Und ich mache unseren Ton mal aus und das Video an. Sie drehen, Kiefer brechen, Ohren reißen, Haut durchstechen, gegen meinen Blutdurst zechen, Atemwege unterbrechen, Höllenqualen dir versprechen und es mit nem fiesen Lächeln. Schwing meine Axt, sucht sie gierig nach Blut, brechen Rippen im Takt, zollst du roten Tribut, sind die Knochen zerhackt. Sing nur leicht meine Wut. Augenblenden, Pfeilchen schlagen, Daumen schrauben, Faust im Magen, Stahl im Innerein vergraben, ups, aus Angst wohl Herzversagen. Köpfe aneinander schlagen, toten Göttern Danke sagen. Schick meine Axt, sucht sie gierig nach Blut, brechen Rippen im Takt. Sollst du roten Tribut, sind die Knochen zerhackt, sink nur leicht meine Wut. Stoßen, drücken, stichen und schlagen, schlitzen, boxen, schneiden, einsargen, brennen, brechen, Körper zerfetzen, innere Organe verletzen, kehren auf Tränke, schlitzen, beißen, bis sie sich in die Hosen. Schwingt meine Axt, sucht sie gierig nach Blut. Brechen Rippen im Takt, zollst du roten Tribut, sind die Knochen zerhackt, sink nur leicht meine Wut. Opfer, die mich erst beknien, hauchen aus, was Götter liehen, Seelen, die gen Himmel ziehen und keine Chance mir zu entfliehen. Jammern ist wie Melodien, ihr Schmerzensschrei, mein Koffein. Schwingt meine Axt, sucht sie gierig nach Blut, brechen Rippen im Takt. Sollst du roten Tribut, sind die Knochen zerhackt. Sing nur leicht meine Wut. Oh yeah. Sehr schön. Großartig. Ausgezeichnet. Also wirklich Respekt. Ihr habt auch zu viel Zeit, Jungs. Alter Schwede. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Großartig. Gerade veröffentlicht. Ihr könnt es euch also direkt nochmal nach dem Stream angucken. Ja. Ja. Ich habe kaum Ton gehabt, tatsächlich. Das ist traurig. Musst du ja, ich muss nachher hören. Nachher gleich.
Ja, ich hab's gehört durch einen kleinen Lautsprecher, der neben mir lag. Sehr groß. Davon gibt's jetzt die 320-Stunden-Version als Longplay. Das wird zwischen den einzelnen Sitzungen auf also. Dauer auf unserem Kanal gestreamt. Hülaya schreibt das denn. Ich will ein Musikvideo machen. Cool, bin dabei. Ja, und dich habe ich dabei als Prügelknaben. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder... Also, vielen Dank euch beiden. Ich bin schwer begeistert. Ja, jetzt habt ihr die Latte hochgehängt. Also ja, jetzt muss ich mir auch irgendwann was einfallen lassen. Also ich habe ja sogar schon das Trinket-Lied geschrieben, ne? Aber das ist... Also es ist lehrreich und sehr pervers. Ich muss mal gucken. Lehrreich und pervers. Jetzt bin ich gespannt. Klassische Kombination. Auch. Also wir sehen uns ja, also wir als Team sehen uns ja in gar nicht allzu ferner Zukunft. Vielleicht finden wir was, was wir da auch Lustiges machen können. Eine Frage beantworten. Nein. Wir noch. Ich sehe nicht. Ich du musst nicht sehen. Dustin hat auch nicht gesungen in dem Video. Ja. Ich werde aber halt im nächsten singen müssen, ne? Aber, ja. Der hat sich verprügeln lassen. Also insofern. Das geht in Ordnung, da mache ich mit. Hervorragend. Hat Opfer gebracht. Opfer gebracht. Hervorragend. Eine Frage aus dem Chat beantworte ich noch und dann kommen wir zum Spielen. Wegen der Tests, muss es ein PCR-Test sein oder reicht ein Schnelltest? Der handelsübliche Apothekentest oder Testzentrumstest. Das. Also überall da, wo ihr ein offizielles Zertifikat für einen Test bekommt. Ich brauche so ein Zertifikat mit Stempel drauf. Das wollen wir haben. Da besteht auch tatsächlich die Jugendherberge drauf. Wenn die Jugendherberge auch nur bei Ungeimpften und noch nicht Erkrankten. Wir gehen drüber. Wir wollen das halt, wie gesagt, auch bei Geimpften und Genesenen haben. Und das Ganze dann in Papierform oder reicht digital? Das geht beides. Also das ist mir eigentlich wurscht. Ich glaube, digital. Ich müsste bei der Jugendherberge nochmal nachfragen. Also mir würde das digital reichen. Genau, das ist ein Antigen-Schnelltest. Schreibt die liebe Tora dort hier. Vielen Dank. Jetzt wisst ihr es. Antigen-Schnelltest. Aber nicht den zu Hause selber machen, ne? Sondern... Gott. Jetzt irgendwie dahin kommen, wo wir hin müssen. Ja, also... Last we left off. Stolperte gerade eben die liebe Nissa in die Taverne rein. Blutend und grün und blau geprügelt. Von Leuten, die gesagt haben, haltet euch mal schön aus unseren Geschäften raus. Die anderen drei sprangen auch auf die Tavernenwirtin, sprang auf und zack, sind wir in der Taverne zum fröhlichen Engel. Ihr seid dran. Oh shit. Was ist denn passiert? Seid ihr in Ordnung? Hat euch auch jemand aufgelauert? Nissa, wie siehst du denn aus? Da waren so ein paar Spaßvögel, die fanden das ganz lustig, auf mich einzudreschen. Könnte ich bitte einen Stuhl und ein Bier? Zwei Bier. Ich komme. Ich gehe zu dir. Hier ist ein Stuhl. Setz dich auf den Stuhl drauf und wenn ich dich hingesetzt habe, caste ich direkt Heilung auf dich. Ist das schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ich organisiere 3 Bier. Mhm. Die Wirtin beeilt sich und bringt sofort, soll ich einen heil? Oh, nee, ist ja einer da. Ja, bitteschön. Danke fürs Sie Angebot. Stellt Bier dahin. Oh. Wo sind die hin? Die machen wir platt. Die sind weg. Glaub mir, die sind weg. Und abgesehen davon, es waren... meine Erinnerung ist so löchrig, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dran zurückdenke, werden es mehr.
Es waren viele. Waren das Nachtmesser? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal irgendjemanden gesehen. Ich bin einfach nur an der Gasse vorbei und dann plötzlich hat mir irgendjemand was in die Knie gehauen und ich bin auf den Boden und dann tat alles Schweine. Nur noch weh. Ich wäre vielleicht mit ein paar klar gekommen. Eben, ich wäre ja mit ein paar klar gekommen, aber das war echt... Oh. Hm. Schande. Was machen wir denn jetzt? Ja, wie schlimm gesagt, ist es denn? Naja, ich würde mal behaupten, sehr schlimm. Die haben das schon ernst gemeint. Das war eine Warnung. Die haben nicht mal meine Sachen durchsucht. Die haben mich einfach nur zusammengetreten und liegen lassen. Oh, ich sehe, du hast eine neue Tasche. Die hatte ich eigentlich eingesteckt. Ach so. Aber ich habe einen neuen Degen. Einen neuen Rapier. Schöne neue Waffe. Danke. Ja. Und den haben sie nicht mitgenommen? Nein, denen ging es wohl nur um die Botschaft. Oder ich sehe abgelumpt genug aus, dass es ihnen nicht aufgefallen ist. Sagen wir mal, beide Versionen sind mir recht. Hauptsache, das ist noch da, weil der war teuer. Der sieht auch gut aus. Also ja, sollen wir die jetzt suchen gehen und fertig machen? Oder? Draxa, wir haben eigentlich, glaube ich, keine Zeit dafür, so scheiße das ist, aber dann kommen wir lieber irgendwann wieder. Aber jetzt geht es doch gerade erstmal um Kyrias Familie, oder nicht? Okay. Die können wir doch immer noch finden, oder? Ich glaube, die werden uns finden. Die werden uns gar nicht aus den Augen verlieren. Dann sollen sie uns finden. Beim nächsten Mal sind wir dann zusammen. Ja, dann macht es vielleicht Sinn, wenn wir einfach auch gehen. Sie werden ja nicht mitkommen. Das glaube ich nicht ganz, Kyria. Naja, wir versuchen gerade, denen in einer anderen Stadt ans Bein zu pissen mit ihrem Job. Mit dem, was die treiben. Die werden ihre Kontakte auch in Sandspitze haben. Ich denke, wir haben uns mit denen angelegt und wenn wir das jetzt weiterverfolgen, also sprich nach Sandspitze gehen und deiner Familie helfen oder versuchen, das aufzuhalten, was auch immer sie da vorhaben, dann pissen wir lustig weiter. Ja, ich habe schon wieder Druck auf der Blase. Dann sollte keiner von uns jetzt erstmal alleine unterwegs sein. Ja, auf jeden Fall. Ich wäre froh, dass es euch nicht erwischt hat. Ich habe mir so Sorgen gemacht, dass sie dich vielleicht dann noch aufgegabelt haben. Ja, ich hätte keine zwei Tritte ausgehalten. Oh, das waren mehr als zwei. Ja, dann würde ich ja sagen, ich hole meine Sachen und bezahle mal die Rechnung von Trinket und mir. Und dann brechen wir auf, oder? Heute Nacht noch. Direkt. Ja, aber wir haben doch nicht viel Zeit, oder? Ich weiß nicht. Wie viel Uhr haben wir denn? Es ist später Nachmittag inzwischen. Ihr wolltet ja eigentlich nur noch euch bereit machen und am nächsten Tag los. Ihr habt ja ziemlich viel gemacht über den ganzen Tag. Und eigentlich wolltet ihr nur noch zusehen, dass ihr hier fertig werdet und dann nach Sandspitze aufbrechen. Wie lange brauchen wir bis nach Sandspitze? 2 Tage. Vielleicht ist es besser, Nissa schläft noch mal in einem Bett und wir reiten ganz früh morgen früh. Wir müssen auch noch Pferde besorgen, davon mal abgesehen. Also ein Bett wäre echt... Gut. Oh, mein Steiß. Dann leg dich doch hin und Jungs, wollen wir dann vielleicht Pferde organisieren? Hm. Ja? Nissa, oder soll ich bei dir bleiben? Ich glaube, es ist besser, wenn ihr so viele seid wie möglich. Hier mitten in der Schenke wird mich schon keiner angreifen. Soll ich lieber mitkommen? Nein. Du rufst dich aus. Wir haben 2 Tagesritt vor uns. Vielleicht guckst du lieber, ich weiß ja nicht, das wird so schon schmerzhaft werden. Ja, und wenn euch dann doch irgendjemand angreift, mache ich mir Vorwürfe. Wir haben Draxa dabei. Auch wahr.
Außerdem. Ein bisschen wehren können wir uns ja. Wenn sie uns nicht von erwischen, ohne dass wir es mitbekommen. Da ist was dran. Kyria, steckt ihr uns in den Brand? Ich meine, Kyria. Ich hatte da auch noch eine Frage, das sollte aber nicht jeder hören. Und also, es ist Folgendes. Wir hatten ja mit diesem Bordelltyp geredet. Von der, wie hieß sie nochmal? Die Triade da. Ja. Ja. Die träumende Triade. Die träumende Triade. Der wollte doch wissen, wo das Zeug herkommt. Ich weiß halt nicht, inwiefern machen wir uns das Ganze jetzt hier noch schlimmer, wenn wir dem stecken, wo das Zeug herkommt? Pinkelt der dann denen ans Bein? Oder arbeiten die dann zusammen und wir haben alles noch schlimmer gemacht? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob sie sich dann einigen. Ja, das ist das. Geht man das Risiko ein oder lassen wir es bleiben? Wir würden sie natürlich noch wütender machen mit der ganzen Sache, wenn es rauskommt, dass wir das waren. Ja. Ich weiß nicht. Und vielleicht lohnt es nicht mal, weil der Typ sich auf deren Seite schlägt. Ich traue dem ja nur so weit, wie ich ihn... Nein, ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen kann. Tja. Keine Ahnung. Ich kann es auch schlecht einschätzen. Vielleicht lassen wir es lieber. Ja, vielleicht habt ihr recht. Trinket sitzt währenddessen sehr in Gedanken versunken bei euch am Tisch. Irgendwie ist Stadtleben echt kacke. Wieso ist hier immer alles so schlimm? Das ist nicht immer... Das sind die vielen Menschen auf einem Haufen. Viele Menschen, viel Scheiße. So ist das nun mal. Es ist nicht immer ganz so schlimm, Trinket. Wir haben halt jetzt dummerweise den falschen Leuten ins Nest geschissen. Ja, die haben nur Glück gehabt, dass sie dich alleine erwischt haben. Oh Mann, ey. Ich dachte immer, ich werde irgendwann nochmal verhauen, weil ich mit der falschen Frau rumgemacht habe oder sowas. Das kann auch noch passieren. Da das solltest du auch passiert. Aufpassen. Okay. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Die musst du mir beim Bier mal erzählen. Nein, vielleicht also. Lieber nicht. Ich finde das spannend. Ich kenne sie daher. Macht das unter euch aus. Also, ich würde sagen, Nissa ruht sich jetzt aus und wir drei gehen mal Pferde besorgen und Proviant kriegen wir, denke ich, hier in der Schenke. Bevor ihr geht, ich habe da noch was geholt für dich, Kyria. Und Kram. Tasche. Ja, guck mal. Die ist aber schön. Die ist ja hübsch. Ja, ich dachte, weil das letzte Mal, als wir getaucht sind, du dir Sorgen gemacht hast wegen deinem Buch. Ja, das ist ja total lieb von dir. Danke. Ich klopf dir so. Entschuldige. Entschuldige. Noch ein Bier? Ja. Gut. Aber meinst du, das ist da drin besser geschützt? Ich guck mal so in die Tasche rein. Die ist doch nicht wasserfest, oder? Pass mal auf. Das ist Hammer. Ich suche mir irgendwas vom Tisch. Eine Kerze oder sowas. Lass die reinfallen. Guck mal. Also da ist jetzt eine Kerze drin. Ja, du hast sie reingelegt? Ja, pass auf. Trax. Verdammte Scheiße. Ja, ne? Ich will aber mein Buch nicht verschwinden lassen. Ja, pass auf. Trax. Und wie oft geht das? Also angeblich, wenn man es nicht ganz oft hintereinander macht, hat er nichts von einem Verfallsdatum gesagt. Aha. Und er hat gemeint, der Gegenstand ist dann nicht unsichtbar, sondern er ist dann wirklich nicht richtig drin in der Tasche. Also kann er auch nicht nass werden. Oder geklaut.
Das ist abgefahren. Ja, das ist magisch. Richtig geil. Da kann man richtig geilen Scheiß mitmachen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, wenn ich das in meiner Zeit als Schmuggler gehabt hätte, hätte ich Geld verdienen können damit. Aber die coolen Sachen findet man immer erst, wenn es zu spät ist. Können wir da auch Trinket reinstecken? Ey, wieso reagiert das eigentlich auf deinen Namen? Das habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte schon, du hast mich angesprochen. Ich hätte ja verstanden, Drax und dann Xar, um wieder erscheinen zu lassen, aber also der Drax? Also tatsächlich war der, man schreibt es wohl mit T, nicht mit D. Und der Besitzer, der Verkäufer hat wohl gemeint, er hätte keine Ahnung, wer Draxa ist. Er hat mich aber sehr oft danach gefragt. Was? Der kennt mich nicht. Moment, passe ich in die Tasche? Nein. Ich weiß nicht, ob man da atmen kann, wo man hingeht. Ich kann dich auch nur... Also es ist eine Gürteltasche, die hat. Das ist kein Rucksack. Aber wenn du es gerne ausprobierst, wir stecken deine Hand rein und rufen mal gucken, wie es sich anfühlt. Ich weiß nicht, ob wir das testen sollten. Mutige voran. Keiner? Sehr schön. Können wir nicht erstmal einen Stock nehmen oder so und gucken, was mit der Hälfte des Stocks passiert, bevor wir sowas machen? Das kriege ich nämlich noch nicht wieder dran gekittet. Ja, können wir ein andermal machen. Das muss ich erst noch lernen, wenn man Hände verliert, wie man das wieder repariert. Ich lege mir so die Tasche an. Bestimmt. Also wie auch immer, ich stecke das Buch rein und ich stecke auch vor allem hier den Zettel da, die Verfrachtungspapiere da rein. Nimm die Tasche. Trax. Huah! So. Mega. Und wehe, das Buch verschwindet irgendwann. Dann gehen wir das zu dem Verkäufer reklamieren. Das habe ich ihm schon angedroht. Ja, ich reklamiere dann mal. Sehr cool. Sehr lieb von dir, dankeschön. War bestimmt sauteuer. Aber ist das jetzt auch wasserdicht da drin? Also, das war doch der Grund, warum du es gekauft hast, oder nicht? Ja, also angeblich ist das... was in der Tasche ist, dann nicht wirklich in der Tasche. Wird das, wir das mal nicht nass. Nein, wir testen das jetzt nicht. Wir haben was zu tun. Wir testen das ein andermal. Okay? Okay. Wenn wir in Sandspitze sind und am Meer, dann machen wir sowas mal. Dann probieren wir das aus. Gut. Lass uns los zum Viehhändler. Und Nissa, du ruhst dich aus. Ich hau mich jetzt irgendwo hin. Ja. Oder bleib hier sitzen. Ich glaube, ich bleib hier einfach sitzen. Noch ein Weilchen. Draxa, kannst du denen vielleicht sagen, dass sie auf sie aufpassen sollen ein bisschen? Zumindest, dass keiner von hinten kommt, wenn sie jetzt irgendwie gleich einschlafen sollte oder keine Ahnung? Ich komme schon zurecht. Außerdem sitzen ist er doch sicherlich mit dem Gesicht zur Eingangstür. Und dem Rücken zu einer Wand. Ich glaube auch nicht, dass sie nochmal kommen, weil ich glaube, sie hätten es schon zu Ende gebracht in der Gasse, wenn sie es hätten zu Ende bringen wollen. Hast du recht, ja. Aber vielleicht wollen sie uns noch erinnern, also wir sollten vorsichtig sein. Äußerst vorsichtig macht ihr euch jetzt auf den Weg. Ihr fragt euch mal wieder durch und die meisten Leute in dieser Stadt sind übrigens sehr freundlich. Und sagen euch, wo ihr hin müsst. Ein Viehhändler ist vor den Mauern der Stadt, also nicht in der Stadt selber, sondern ihr müsst kurz rausgehen. Das ist ein Schwanti, der da draußen mit Pferden, Kühen, Schweinen und manchmal, wenn er sie hat, auch exotisch umhandelt. Gut. Dann marschieren wir da mal an. Was steht denn da so rum, wenn man da schon so hinkommt? Also ihr seht, dass er mehrere Paddocks hat und von Zwergenponys über normale Reitpferde, Kutschpferde. Tatsächlich seht ihr einen Elefanten. Was? Der hat einen Elefanten da. Der ist für Draxa. Das wäre so stylisch. Er hat an einer Ecke so ein Zwinger, wo Hunde drin sind. Oh.
Können wir nicht alle zusammen auf dem großen Tier reiten? Nein, wir werden nicht in Sandspitze mit einem Elefanten einreiten. Die Sache ist, ihr fallt eh schon auf wie die bunten Hunde. Wir werden nicht mit einem Elefant kommen. Außerdem ist der super langsam. Warum hat das Tier seinen Penis im Gesicht? Damit riecht er. Mit seinem Penis? Habe ich mir sagen lassen. Davon hat er auch noch einen, aber... Zwei Penisse. Das sind Elefanten. Die beneidest du jetzt, ne? Oh, krass. Schon? Und mit dem Rüssel im Gesicht kann er auch noch greifen. Oh. Ganz neue Sphären. Nicht für dich jedenfalls. Shit, ja. Hallo, guter Mann. Ja, ein Mann mit dieser typischen dunklen, fast rötlichen Hautfarbe, rasierter Glatze und sehr kräftigen Armen kommt auf euch zu. Oh, guten Tag. Was darf es denn sein? Das Penistier. Vier. Was? Hm? Penistier. Wir brauchen vier Reittiere. Reittiere. Ja, es kann viel bedeuten. Pferde, Esel, Mulis, den Elefanten. Was, also? Drei Pferde und ein Pony. Drei Pferde und ein Pony. Elefant. Ein Nur kräftiges Pony. So als Frage, wie teuer ist denn der Elefant? Nein! Muss gerade nachgucken. Warum? Wahrscheinlich finde ich es jetzt auf die Schnelle. Auf den Elefant! Nein! Also der Elefant wäre teurer als drei Pferde und ein Pony. Und der ist auch bestimmt langsam, richtig? Naja, die sind eher dafür bekannt, viel tragen zu können. Ja. Also eher sogar dafür, viel ziehen zu können. Also Draxa, entschuldige, aber so kräftig bist du nicht, dass wir einen Elefanten kaufen müssen. Ich denke, ein kräftiges Pony tut's da. War ja nur eine Frage. Sind Sie denn erfahrene Reiter oder eher Anfänger? Nein. Wir brauchen ja, was von alleine läuft. Also ich habe eine Oder-Frage gestellt. Also wenn, werde ich geritten. Oh bitte, jetzt reicht's, Trinket. Ich bitte dich, wie alt bist du? 10? Aber bitte, ehrlich. Als hättest du jemals... Ach komm, ich bitte dich. Also ich kann ja nur für mich sprechen, ich bin kein erfahrener Reiter. Ich saß schon mal auf einem Pony, aber... Wir brauchen was, was von alleine läuft und nicht bockig ist. Allein aus dem Grund würde ich euch von dem Elefanten abraten. Gut. Wenn ihr da keine Ahnung von habt, gebt ihr mir 1000 Gold, reitet ein Stückchen weiter und habt irgendwann einen Elefanten weniger. Gut. Weil den haltet ihr nicht auf. Wir wollen die noch gar nicht haben. Hm. Gut. Jungs, ist Schluss jetzt, ehrlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Für ein vernünftiges Pferd, auf dem unerfahrene Reiter noch zurechtkommen, würde ich, sagen wir, 80 Gold nehmen. Bitte? Das kann ja nur ein Scherz sein. Also, du sagst für, also für drei alle. Pferde und ein Pony willst du 80 Gold. Lustiger Versuch. Nein, ich will für eines 80 Gold. Ach so. Eldaron, vielen Dank. Er gibt mir gerade Pathfinder 1 Preise. Das ist natürlich falsch. Ich wollte gerade sagen, ich sage keine 80 Gold. Nee, musst du auch nicht. Oh, Guru, kauf den Elefanten. Ein Reit. 8 Gold ist ein Reitpferd. Ja, genau. Die haben es ja durch 10 geteilt. Also für ein Pferd will ich 8 Gold haben. Und für das Pony 7. Also 31 Gold. Von welchen Tieren reden wir da? Zeig mal. Ja, er geht zu einem der Paddocks. Die braune Stute da hinten.
die der Gescheckte und der schwarze Wallach, das sind die drei Pferde. Und das Punktepony da hinten. Das mit der geflochtenen Mähne. Oh ja, das ist echt reizend. Ja, der hat eine geflochtene Mähne. Oh. Ja. Sehr schön. Also das Pony ist auf jeden Fall schon mal super. Ich habe auch geflochtene Zöpfe im Bart. Eben, es ist wirklich, als wärt ihr füreinander bestimmt. Wie heißt das Pony? Nennt es, wie es wollt. Pony. Oh. Nein, nein. Das kriegt der zwergische angemessene Namen. Buttercup. Also, kennt sich hier irgendjemand von uns mit Tieren aus? Ich gucke mir die an. Ich habe mir immer sagen lassen, Opa hat gesagt, guck immer auf die Zähne. Ich gehe mal hin und gucke mir mal das Maul an von denen. Sehen die anständig aus? Kannst du, kennst du dich mit Tieren aus? Du weißt doch, ich weiß alles. Kannst du mal in dein Buch gucken. So ein bisschen von allem. So ein bisschen von allem, weißt du doch. Dann mach doch mal eine Probe auf Tierkunde, ist es, ne? Oh, oh, oh. Gibt es Tierkunde oder Naturkunde? Naturkunde, ist es, genau. Ah, das ist ja gar nicht so schlimm. Also, der Würfelwurf ist schlimm, aber ich komme auf 12. Sieht aus wie ein vernünftiges Gebiss. Prima. Also, weil wir ja 4 kaufen, bezahlen wir dir 25 für alle 4. Mengenrabatt. Hört sich fair an. Gib mir 26 und wir sind uns einig. Können wir machen. Machen wir. Gut. Braucht ihr Sättel dazu? Packtaschen? Ja, wie sollen wir sie sonst reiten? Sättel werden praktisch. Fein. Für 4 Sättel kommt nochmal 4 Gold oben drauf. Also ja, wir bei 30 Gold. Na gut. Ich bezahle erstmal die Pferde für uns und gebe ihm 30 Gold. Ja, er holt Sättel aus seinem Haus, das er daneben hat, packt es auf die Pferde und das Pony drauf. Die passen auch alle relativ gut. Und na dann? Frage, können wir sie bis morgen hier lassen und morgen früh abholen? Natürlich. Haben wir das schon bezahlt? Ach, schleck mich am Hals. Warte mal. Ich weiß, in der Nähe vom Engel gab es doch Stallungen, wo man seine Tiere unterbringen kann, richtig? Ja. Ja, er hat aber auch nicht gesagt, dass er Geld dafür haben will. Also, er hat gesagt, ist okay. Es sah so aus, als hätte er kurz nachgedacht und dann gesagt, ist in Ordnung. Ach so, okay. Ja, okay. Ich habe es so interpretiert wie, ja, mal schauen, ob sich noch einer interessiert. Okay. Nee, okay. Also, wenn es aussieht, als wären die Pferde morgen noch da, können die hier bleiben. Ich habe bisher gut auf die Tiere aufgepasst. Ich werde auch weiter darauf aufpassen. Ja. Morgen früh geht's los. Fein. Und wo geht's hin? Weg. Das sollte dich nicht interessieren. Woanders hin. So, gut. Fein. Es ist besser, du weißt es nicht. Es wurden gerade eben Kanalpunkte. Oh, oh. Oh? Es wurden sehr viele Kanalpunkte inzwischen für einen Elefanten ausgegeben. Nein. 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 Aber es wurden auch noch mehr Kanalpunkte für einen Elefanten. Nein. Wir nehmen keinen Elefanten. Aber die Leute möchten das. Aber so stilvoll wären wir noch nie gereist in einem Rollenspiel. Du kannst ja statt dem Pony, kann Draxa ja den Elefanten nehmen. Hier, wir werden verkloppt dafür, dass wir uns in Sachen reinhängen. Und jetzt reiten wir mit einem Elefanten in Sandspitze ein. Also ich meine, mehr als, bitte, wir sind da, kannst du da nicht mehr hier rufen. Also, wenn 5000 Kanalpunkte zusammenkommen, dann bekommt Draxa den Elefanten statt dem Pony. Inklusive Pony. Sattel. Inklusive Sattel, ja. Dafür müsst ihr jetzt, also es geht noch nicht anders. Was kostet denn der Elefant? Der Elefant kostet
100 Gold. Aber so viel hat Draxa. Mhm. Das ist eine Level 7 Kreatur. Wie einer von uns diese Elefanten zertrampelt. Ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Der ist alleine so gefährlich wie wir zusammen. Ja. Also ich sag's mal so, ich bin schon mal unterwegs zurück. Ich bekomme nicht mit, dass sie einen Elefanten kaufen. Also du, Draxa geht dann zurück und tauscht nochmal um. Ich laufe nochmal kurz zurück. Guter Mann, vielleicht können wir statt dem Pony doch den großen Grauen nehmen. Seid ihr sicher? Ja, wie schwer kann das schon sein? Ich gebe ihm das Geld. Ja. Ja. Wir haben jetzt einen elefantenreitenden Zwerg. Wenn wir eine Horde Gegner loswerden wollen, dann klatschen wir dem Elefanten auf den Arsch. Und lassen ihn mit Draxa drüber galoppieren. Übrigens, ihr könnt euch das überlegen, eines der Pferde heißt Horst. Aber auch noch Pferde. Okay. Der Pferde heißt Horst. 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 Reist Horst auch auf den Elefanten? Nein. Nein. Also wenn der den Geschenken will ich. Also wenn das Horst ist, ist das okay. Aber ich. Ja, ihr habt also einen Elefanten und drei Pferde. Und Horst. Und eines der Pferde ist Horst. Genau. Oh Mann, ich habe das Pony so gern gehabt. Vielleicht muss ich das einfach auch noch mitnehmen. Dann kauf doch noch ein Pony, du hast doch noch Geld. Bis jetzt denke ich, wir haben das Pony. Kannst es ja morgen früh mitnehmen. Wir holen Kyria wieder ein. Ja. Was war denn noch? Ach, nichts, eine Kleinigkeit. Gucken wir mal nach Nüsse und ich würde sagen, wir gehen heute alle noch auf den Schlaf und dann brechen wir ganz früh auf. Das ist eine gute Idee. Und so legt ihr euch alle im Engel, da habt ihr ja inzwischen eure Zimmer, zum Schlafen und die Nacht bricht über euch herein. Drei von euch fallen in weitestgehend traumlosen, ziemlich friedlichen Schlaf. Trinket zunächst auch. Dann wirst du plötzlich wach und stehst hinter einem Tempel auf einem Knochenfeld, also auf einem Friedhof. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Es ist leicht nebelig, so ein bisschen Nebel zieht über den Boden. Es ist kühl, aber nicht unangenehm kalt. Habe ich was an? Ja. Es ist nicht einer dieser Träume. Ich habe mich, glaube ich, ausgezogen. Also schlafe ich. Oder ich wurde angezogen und dann hierher gebracht. Aber das macht doch gar keinen Sinn, oder? Du hörst eine Stimme. Hallo, mein Kind. Hallo? Vor dir am Ende des Friedhofs erscheint eine Gestalt, die das Gesicht blass wie das einer Toten, schlohweiße Haare, ein weißes Gewand, strahlend blaue Augen, aber sehr groß. Also würde ich sagen, bestimmt 2,5-3 Meter große Frau. Wunderschön. Kommt auf dich zu. Kann ich Magie entdecken wirken? Klar. Okay, Magie entdecken? Nö. Nichts Magisches. Wer bist du? Das weißt du nicht. Ich.
Bist du Pharasma? Wenn du fragen musst, wer ich bin, dann bist du vielleicht doch noch nicht so weit. Nein, du musst Pharasma sein, aber warum bin ich hier und was kann ich für dich tun? Ich merke, dass du sehr viel gelernt hast in der letzten Zeit und dich entwickelt hast und zumindest ein wenig weiser geworden bist. Und ich merke, dass du in dir eine gewisse Macht und Zorn trägst. Ja, ich weiß, aber es ist alles so schwer. Es ist mein ganzes Leben ist so kompliziert. Ich musste weglaufen. Ich bin jetzt hier. Hier ist überall Gewalt und ich musste selber Gewalt anwenden. Das musste ich vorher nie und ich weiß nicht, wie ich mit dem allen umgehen soll. Du hast es schon ein paar Mal sehr gut gemacht, indem du deine Gegner in mein Reich geschickt hast. Aber für dich gekämpft hast, deinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Aber es ist so viel Wut und Angst denn gut? Nein, Angst ist nicht gut. Aber Gefühle können eine Kraft sein und sie können dir Kraft geben. Vertraust du mir? Natürlich. Ich will dir die Kraft geben, dass du gegen Untote gefeit bist. Das wäre großartig. Dass du sie wegschicken kannst. Wegschicken? Aber wenn ich sie wegschicke, dann soll ich Untote nicht beseitigen? Die Priesterin hatte gesagt, dass es richtig ist, sie verschwinden zu lassen. Also nun, aber vertraust du einer Priesterin mehr als mir? Nein, natürlich nicht. Wenn du sagst, dass das in Ordnung ist, dann glaube ich dir das. Dann möchtest du diese Kraft haben? Ja, natürlich. Ich will auch meine Freunde beschützen. Das natürlich. Gib mir deine Hand. Ich reiche ihr meine Hand. Welche? Die mit dem Zeichen drin? Oder die mit, ja, die mit dem Zeichen drin. Ja, Entschuldigung, war die falsche. Gib mir die andere. Ja, natürlich, hier. Sie berührt deine Handinnenfläche. Du hast so einen kleinen schwarzen Punkt in der Handinnenfläche und spürst eine gewisse Kraft in dir. Und fortan hast du die Kraft, diejenigen, die dem Tod trotzen, in den Bann zu nehmen. Ich habe dir die Macht über die gegeben, die dem Tod trotzen. Setze sie weise ein und für deine Ziele. Ja, und natürlich auch für die Ziele deiner Freunde. Kanalisiere deine Wut, kanalisiere deine Gefühle. Und nutze deine Macht, die in dir steckt. Du hast so viel davon. Es wäre so eine Verschwendung, dich einfach nur als einen weiteren Quacksalber und Fälscher da draußen zu sehen. Nein, das will ich auch nicht sein. Wenn du sagst, dass das der richtige Weg ist, dann glaube ich dir das und dann werde ich das machen. Sie streichelt dir noch einmal über die Wange. Es ist ein unglaublich kaltes Gefühl plötzlich, als sie über deine Wange streichelt.
Und dann wirst du wach. Draxa? Ja, was ist denn? Draxa, habe ich geträumt? Das kann ich dir doch nicht sagen, ob du geträumt hast. Aber ich war hier. Davon gehe ich mal aus. Okay. Ach, jetzt ist es eh zu dunkel. Ich gucke mir das morgen. Entschuldigung, Draxa. Schlaf wieder ein. Am nächsten Morgen wirst du auch als erster wach, guckst in deine Hand und siehst, dass das, was der schwarze Fleck ist, ein bisschen aussieht wie... Also du brauchst ein bisschen Fantasie dafür, aber es sieht ein bisschen aus wie eine Fliege. Egal, ich guck mir das in Draxa. Ja, was denn, was? Oh, tut mir leid, dass ich dich schon wieder wach mache, aber erinnere mich dran, dass ich als erstes in den Tempel gehe, wenn wir da sind. Wenn wir wo sind? Na, da, wo wir hinwollen. Wir reisen doch heute. Ja, ich versuch's. Ich roll mich aus dem Bett, dehne und strecke mich ein wenig. Ich habe ein bisschen Appetit. Ich hätte nichts gegen ein Frühstück. Na, ja. Lass uns das machen. So. Ich werfe mir meine Klamotten an den Leib und gehe runter in den Schankraum. Mal ja. Lieber Trinket, Verschiedenes. Zum einen hast du jetzt die Fähigkeit, Untote zu befehligen. Zum anderen spürst du in dir tatsächlich, also du hast so tief in dir drin, merkst du, während das sonst immer nur rausgebrochen ist in den Momenten des Kampfes, hast du im Moment so ein ja, das Gefühl, die Welt lenken zu wollen. Und tief in dir drin auch das Gefühl, es zu können. Gut, die anderen werden auch wach. Für euch war die Nacht vollkommen ereignislos. Und ihr trefft euch unten im Schankraum. Nehmt noch das Mahl zu euch. Ihr wollt abreisen heute? Ja. Meister, wie viele Punkte habe ich denn wieder? Trefferpunkte? Also du hast durch Trinket 23 wiederbekommen. Und kannst natürlich nochmal durch die Nacht regenerieren. Regeneration war... Treffer, die das waren, glaube ich, die Trefferwürfel, die man würfelt, oder? Ich glaube ja. Bis jetzt hat mich Trinket immer geheilt. Ihr seid ja Stufe 4 inzwischen. Du nimmst 4 deiner Trefferwürfel und würfelst die. Trefferwürfel ist... Tut mir so leid. Ich müsste nachgucken, was es beim Streiter ist. Aber das müsstest du auf deinem Charakterbogen stehen haben. Ist das ein W10? W8? Ich wüsste nicht mal, wo das steht. Ja, ich such's auch gerade, ehrlich gesagt. Bei den Linkspunkten oben, direkt neben den Attributen auf der ersten Seite. Ich guck gerade. Ich schau gerade. Ich kenne das nur von D&D. Ist das bei Pathfinder genauso? Quirky Paulus sagt, die werden nicht gewürfelt. Immer Consti Mod mal Stufe. Vielen Dank, Quirky Paulus. Konsti-Modifikator mal Stufe bekommst du oben drauf. Ah, danke schön. Dankeschön.
Wir sind Regelprofis. Und ja, ich weiß, das, was ich gemacht habe, war im Pathfinder-Hintergrund gewagt. Aber ich darf das, ich bin der Spielleiter. Frau Wirtin. Cool. Ja, bitte. Könnten Sie uns vielleicht noch ein wenig Wegzehrung zusammenpacken? Aber selbstverständlich, für wie viele Tage? Zwei. Für zwei Tage. Sicher. Dauert nur einen Moment. Ich gehe nach hinten, dann mache ich das fertig. Und dann rechnen wir auch die Zimmer ab. Morgen. Wie geht's dir? Alles auch so ein bisschen steif, aber geht schon wieder. Soll ich dir nochmal helfen? Oder? Nee, danke schön. Das hat gestern schon echt gut geholfen. Ich bin wieder einigermaßen beisammen. Passt schon. Oh, aber jetzt brauche ich mal zwei Bier. Tatsächlich, die Schankmagd fragt schon gar nicht, sondern wenn du da unten sitzt, bringt sie dir zwei Bier zum Frühstück. Ach, herrlich. Cadence Segen über diese Schenke und so. Vielen Dank. Wie geht's dir heute Morgen, Nissa? Können wir uns vielleicht ein bisschen beeilen? Ja. Also. Ach, wir werden jetzt eine ganze Weile kein Bier mehr trinken können. Also nicht so richtig, nur so aus der Flasche. Unterwegs. Ja, aber wir wollten morgens los, also kommt. Ja, jetzt lass mich nur noch kurz mein Bier austrinken. Kannst du nicht einfach ein Fass kaufen und mitnehmen? Wir haben doch einen Elefanten und du hast diesen Beutel. Was haben wir? Wir haben keine Elefanten. Wir haben drei Pferde und einen Pony. Hör nicht auf Trinket, ich weiß nicht, was er hat. Wir aber haben Rüssel. Vielleicht doch einen Elefanten. Was? Ihr habt einen Elefanten? Nein, wir haben keinen Elefanten. Was redest du da, Draxa? So einen grauen, so mit Ohren und Rüssel? Ja, so einen meint er. Auf gar keinen Fall haben wir einen Elefanten. Ich weiß nicht, wer wir haben ihn schon bezahlt. Ich finde es gerade furchtbar schwierig, festzustellen, ob ihr mich verarscht oder ob das jetzt euer Ernst ist. Ich hoffe wirklich, dass das eine Verarsche ist. Draxa, du hast dich einen Elefanten gekauft gestern. Also, die hatten einen Elefanten. Die hatten einen Elefanten und Trinket war besessen von seinem Rüssel und Draxa wollte wohl mit dem Elefantensandspitze einreiten, aber Draxa. Scheiße, ist das geil. Dann sitze ich ein wenig höher und habe etwas mehr Überblick. Kann ich so einen Pferdesattel nehmen, auf den Rüssel draufpacken und darauf reiten? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bitte, kannst du einfach, du kriegst die Stute, okay? Also, lasst uns doch jetzt mal bezahlen, dann aufbrechen. Ja, bitte. Und den Elefanten gehen wir zurück. Wir können nicht in Sandspitze mit dem Elefanten einreiten. Wo soll der Elefant hin? Wir könnten uns als Karawane ausgeben. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich nehme den Elefanten. Ich finde die Idee von Trinket jetzt gar nicht so dumm. Und also, wenn wir jetzt wirklich einen Elefanten haben, der mich nicht verarscht, könnten wir ja in der Theorie tatsächlich ein bisschen mehr Bier mitnehmen. Ich sag mal, nehmt ihr das Ganze ernst? Ist euch eigentlich klar, was da vor Ort für ein Problem herrscht? Und ihr überlegt euch, wie viel Fässer ihr an den Elefanten binden könnt? Wer ist denn gestern zusammengeschlagen worden? Ja, ich glaube auch, es müssten zwei Fässer sein, damit das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Ja, das arme Tier, sonst wird es vielleicht noch seitenlastig. Ja, genau. Ja. Also. Ich stehe auf und ziehe mir den Rucksack an. Können wir dann jetzt endlich? Ja, also ja, wir packen unsere Sachen zusammen und bezahlen dann mal bei der Frau Wirtin. Mhm. Gute Frau, ich weiß, es ist jetzt eigentlich nicht der Ort, an dem ich das kaufen sollte, weil ihr das ja ausgeben wollt, aber habt ihr eventuell zwei kleine Fässchen Bier, die ihr mir für ein bisschen... Ja, natürlich. Ah, das wäre ja ganz hervorragend. Also für den ganzen Proviant und die Zimmer und so weiter zahlt ihr nochmal... Und die Fässer Bier zahlt ihr 2 Gold insgesamt. Das bezahle ich. Und da ist die ganzen Übernachtungen und alle Rechnungen, die ihr, alle Essen, die ihr da gegessen und versoffen habt. Hast du für den Elefanten bezahlt? Ja. Was, ja? Ich habe für den Elefanten bezahlt. Wie viel? Das spielt doch keine Rolle. So,
Dann lass uns mal zu meinem, ich meine, zu unseren Reittieren gehen. Ihr macht euch auf den Weg aus der Stadt raus. Zwei von euch viel zu aufgeregt, weil ihr gleich zu eurem Elefanten kommt. Eine viel zu wütend, um auf irgendwas zu achten. Ich stapfe schnell vorneweg. Mhm. Und die dritte ist vorsichtig genug, auch wenn sie die Bierfässer dabei hat. Und dir fällt schon auf, dass ihr beobachtet werdet. Also es sind nicht die Schläger, es sind eher so Straßenjungs. Aber man beobachtet euch. Leute, also wir werden beobachtet. Was? Wen? Wo? Ich drehe mich um. Na, ach, Kind, nicht gut, einfach... Also, niemand beobachtet euch. Wenn du dich dann einfach umdrehst, dann... Ja, zeig doch einfach drauf. Wer? Ich habe gerade keine Laune. Ja, die sind jetzt natürlich weg. Denkst du, die lassen sich erwischen? Ein paar Was war's denn? Von den Jungs da. Ach so. Was sind Jungs? Ach, war das dieser Eirich-Junge? Habe ich jetzt nicht gesehen. Außerdem weißt du nicht, von wem er gerade bezahlt wird. Hat also nichts zu heißen. Gut, dann passen wir halt noch ein bisschen auf. Kommt zu den Stallungen nach draußen. Tatsächlich sind 3 Pferde und ein Elefant bereits gesattelt. Es ist wirklich ein Elefant. Sag ich ja. Das einzig Sinnvolle, was du jetzt mit dem Elefanten machen kannst, ist, ihn gerade um die Ecke zu reiten und Elvira für den Zirkus zu schenken. Und dann nimmst du das schöne kleine Pony da hinten, denn das hat in Sandspitze auch Platz. Ah, das wird schon gehen. Platz ist in der kleinsten Hütte. Ich stapfe zu dem Typen hin. Morgen. Morgen. Ich würde gerne das Pony noch mitnehmen, wenn der Zwerg endlich dann vom Elefant gefallen ist und der Elefant weggerannt ist, damit wir noch ein Reittier für ihn haben. Von mir aus auch das. Er verkauft dir das Pony. Für, was hat ich gesagt? 7 Goldstücke. Gut. Das binde ich hinter mein Pferd an. An Horst. Mhm. Kein Problem. Ohne Sattel. Hallo, Großer. So, ich gehe so vorsichtig auf den Elefant zu. Ja. Guter Mann, gibt es noch etwas, was ich beachten muss bei diesem wundervollen Reittier? Runter. Ihr solltet ihn immer gut anketten nachts. Mhm. Ja. Also ein Seil reicht da nicht wirklich. Ja. Also siehst, dass er um einen Fuß hat er tatsächlich so einen Eisenbeschlag drumherum und du bekommst so einen dicken Erdanker und eine Kette dazu. Ja. Um ihn halt anbinden zu können, wenn du irgendwo bist. Und immer genug Gold zurückbehalten für das Futter. Ja. Was frisst er denn so? Laub, oder? Ja, auch. Oder, also ich denke, wenn ihr ihm Brote verfüttert, so 15 bis 20 Brote am Tag und ein Fass voll mit Wasser müssten reichen. Ja. Ansonsten auch mal ein Fass Äpfel oder so. Gut, kriegen wir hin. Und er frisst eigentlich nicht Laub, sondern so kleine Tannen oder sowas. Aha. Also so ganz. Ah. Naja, gut. Dann verstaube ich mal mein Gepäck auf meinem Elefanten. Mhm. Ich versuche die Fässer festzumachen. Ja, also das ist, also ihr braucht halt schon irgendwie, also er bringt euch dann so ein paar Befehle bei, wie man den dazu bringt, sich hinzusetzen, dass ihr überhaupt irgendwas draufpacken könnt. Mhm. Und zeigt dir, wie du so über das Vorderbein dich so genau hinter die Ohren setzt. Und ja. Gut. Richtig bequem ist es nicht. Also du sitzt schon sehr breitbeinig da auf diesem Elefanten drauf. Aber groß ist es.
Ja, ihr habt ja auch kurze Beine. Ja. Haben wir denn jetzt auch eine Kette für den Elefanten? Ja. Und 30 Brote? Kann. Mir wird gerade gesagt, so ungefähr 100 Liter Wasser am Tag. Genau, und vergesst bitte nicht, deinen Wasserschlauch aufzufüllen und ihn mit ihm zu teilen. Ich setze mich schon mal auf mein Pferd. Können wir dann, ja? Welches ist denn mein Pferd? Der Schwarze. Der Schwarze? Ui. hallo. Hat er denn Namen? Nenn ihn, wie du willst. Ist dein Pferd. Malz. Du bist jetzt Malz. Malz und Horst, wunderbar. Trinket, wie heißt deine Stute? Püppchen. Sehr passend, sehr schön. Ja. Gut. Und Tröd. Tröd. Gut. Gut. Ich reite los, kopfschüttelnd. Mit dem Pony hinten dran, das werden wir noch brauchen. Tatsächlich ist der Elefant, wenn ihr euch normal im Schritt bewegt, jetzt nicht wirklich langsamer als die Pferde. Und er trottet auch den Pferden hinterher. Scheinbar ist er das gewohnt, hinter Dingen herzulaufen. Sollten wir versuchen, an Wasser zu lagern, ne, für Tröd. Ja, genau. Wir haben jetzt nichts Besseres zu tun, als zu gucken, wie wir den Elefanten durchbringen bis an die Spitze. Ich muss jetzt mal eine Regelfrage stellen. Ja. Kann ich meine Zauber noch verändern? Wie meinst du das? Ich überlege gerade, ob ich Create Food dazu nehmen sollte. Ja, ja. Vergiss es. Das wäre cool. Das wäre der Hammer. Das müsstest du aber, glaube ich. Später schon, ja. Im Moment hast du ihn noch nicht. Ja. Wir müssen Tröd also noch eine Weile durchbringen, bevor du das lernst. Sandspitze halten wir durch. Ja, das bestimmt. Und tatsächlich, auch wenn es dich ärgert, Kiria, weißt du, dass es in Sandspitze genau einen Stall gibt, der sich auch auf die Unterbringung von absurderen Tieren spezialisiert. Aber doch nicht Elefanten. Und außerdem, wir wollen doch hier lieber mal den Ballfach halten. Also ganz ehrlich, mit dem Elefanten einreiten ist nicht Ballfach halten. Ach, die werden uns eh nicht aus den Augen verlieren. Ich sag ja, das der Bescheidenheit war noch nie meine Stärke. Du weißt schon, dass du lächerlich da oben drauf aussiehst. Nein, der sieht so cool aus. Ja, du siehst cool aus, Draxe. Das ist eindeutig 3-1. Bestätigt ihn nur. Also drei sehr zufriedene und eine sehr unzufriedene Person reiten also die Straße nach Sandspitze entlang. Auch da wieder, wenn die erste Begeisterung vergangen ist, dann ist Trinket in den Gedanken wieder bei den Erlebnissen der Nacht. Draxa tut irgendwann gehörig der Hintern weh. Aber es ist sehr ruhig. Also, es ist so ein bisschen wie auf einem Schiff, wenn man da drauf ist. Und du hast eine ganz andere Perspektive auf die Welt. So reitet ihr weiter und seid 2 Tage unterwegs. Tatsächlich ist immer ein Bach in der Nähe der Straße. Und ihr seid tatsächlich einigermaßen beeindruckt, wie viel Wasser in dieses Tier reingeht. Boah, scheiße, Tröd, wenn ich nur so viel trinken könnte wie du. Das ist echt beneidenswert. Und er kann damit Sachen aufsaugen. Das ist der Wahnsinn. Und es dann wieder verspritzen. Tröd ist super. Und so nähert ihr euch Kirias Heimatstadt. Das letzte Mal, als Kiria in die Stadt reingerissen ist,
saß sie übrigens auf dem ersten Wagen einer Zirkuskompanie. Stolz neben einem Mann im lilafarbenen Frack mit Zylinder auf dem Kopf. Dahinter ein Wagen mit einer Riesenschlange, Ork, eine Tieflings-Wahrsagerin. Diesmal wird sie nicht ganz so fröhlich, als sie in die Stadt reinkommt. Und, gar nicht so lange her. Nee, es ist gar nicht so lange her. Und so kommt ihr in die Stadt. Ihr seht das Bild von Sandspitze hier oben schon im Grid. Es ist eine sehr, sehr hübsche kleine Hafenstadt. Es steht vorne an der Straße auf dem Weg nach Sandspitze rein schon ein Schild, ein bisschen leicht windschief, das sagt: Wanderer, sei willkommen in Sandspitze. Es wirkt alles sehr freundlich. Vor der Stadt gibt es diverse Bauernhöfe und Felder, an denen ihr vorbeireitet. Und kommt dann durch ein deutlich weniger beeindruckendes Stadttor in diese Stadt rein. Die ist auch wesentlich kleiner. Die ganze Stadt Sandspitze ist eher so groß wie einer der Stadtteile von Magnimar vielleicht. Und gar nicht weit hinter dem Stadttor, durch das ihr nach Stadtspitze reinreitet, ist tatsächlich rechter Hand ein groß, wirklich großes Gebäude, draußen auch Gehege mit dran, wo diverse Tiere untergebracht sind. Und über dem Eingang zu diesen Ställen seht ihr so ein großes Schild aus Holz und auf dem Schild ist ein toter, auf dem Boden liegenden Goblin abgebildet und ein Pferdehuf, der auf dem Goblin draufsteht. Und auf dem Schild daneben steht Goblin-Matsch-Stelle. Hier kannst du deine Elefanten unterstellen. Und vielleicht lassen wir auch gleich die Pferde hier. Ja, das machen wir mal. Kommt, Röd. So, Malz, dann kannst du jetzt hier mal bisschen friedlich, dich ausspannen. Ein Mann mit so einer Hufschmiedschürze vor dem Leib und schweren Stiefeln kommt dann nach draußen. Hm. Hallo, Darwin. Hm. Oh, schon wieder zu Hause? Ach, das war eine kurze Reise. Ja, leider. Und frag nicht, was der Elefant hier macht. Du willst es nicht wissen. Können wir ihn unterstellen? Natürlich. Was kostet das? Mit Verpflegung. Ja, mit Verpflegung. Mit Verpflegung für den Elefanten Silber am Tag. Gut. Machen wir. Für die drei Pferde zusammen auch. Gut. Und das Pony noch. Und das Pony, ja, ja. Ansonsten, willkommen in Sandspitze. Es ist nicht das Verrückteste, was hier untergestellt wurde. Ja, was war denn das Verrückteste? Pass gut auf den Elefanten auf. Das Verrückte, aber das ist lange her, es war ein Reitsaurier. Nein. Aber das ist wirklich lange her und er war auch nicht lange da. Hat nur Probleme gemacht. Was ist das? Er versucht, die Pferde zu essen. Es ist eine Art Echse. Nur sehr groß. Hat es noch mehr Penisse als Tröd? Tröd hat nur einen. Wieso kommst du, wie kommst du da drauf? Das? Das ist seine Nase. Junger Mann, das ist seine Nase. Das habt ihr mir jetzt 3 Tage lang nicht gesagt. Naja, es war schon ziemlich lustig. Das stimmt. Ich hab doch gesagt, er riecht damit und offensichtlich wolltest du es auch gar nicht so genau wissen. Ja, wenn ihr dann reingeht, um die Tiere unterzustellen, seht ihr an den Balken so Schnüre hängen. Und an diesen Schnüren sind so spitze Ohren, einzelne dran aufgehängt. Sind welche dazugekommen? Oh, pff. Du hast keine Ahnung. Du hast nicht wirklich gezählt. Also wenn ihr guckt, das sind alles Goblin-Ohren. Ist schon ziemlich makaber. Und nur linke. Ja. Was genau? Ah, nix. Hier, da das Gehege kannst du für deinen Elefanten nehmen.
Und die Pferde und Pony stellen wir hier unter. Alles klar. Kommt, Röd. Ja, brav. Du bleibst jetzt ein bisschen hier. Ja, dann werde ich mal einkaufen gehen. Ja. Wie lange habt ihr vor zu bleiben? Nur, dass ich ungefähr weiß, wie viel Futter ich für das Tier brauche. Na, rechne mal mit einer Woche. Hm? Das lohnt sich. Alles klar. Sehr gerne. Dann wünsche ich einen wunderschönen Aufenthalt in Sandspitze. Danke. Wisst ihr schon, wo ihr unterkommt? Na, ich wollte sie zum rostigen Drachen bringen. Gute Wahl. Gut. Sehr gute Wahl. Jo, da war ich schon mal. War nicht schlecht. So, Malz, du bleibst eine Weile hier. Mama kommt wieder. Alles gut. Der passt auf dich auf. Und dann lass mich wieder stehen. Tschüss, Prinzessin. Püppchen. Ich habe Angst, sie zum rostigen Drachen zu bringen. Vielleicht sage ich ihm nur, wo der Weg ist. Der ist direkt nebenan. Also es ist relativ einfach. Das ist das Nachbargebäude. Ja. Und ihr kennt es sofort. Es ist ein beeindruckendes Gebäude, weil auf dem Dach des Gebäudes das Dach quasi in Form eines Drachen gedeckt ist. So ein rostfarbener Drache. Dach und Drache ist zu nah beisammen. Der seine Flügel über das komplette Dach aufspannt, der Taverne. Aus der Taverne dringt fröhliche Musik. Leute singen da gerade scheinbar drin. Na kommt, da mieten wir euch ein. Ja. Ich gehe voran. Ihr betretet unter der Führung von Nissa den rostigen Drachen. Es gibt in dem Kiria, unter der Führung von Kiria, und es ist eine Kneipe, deswegen dachte ich unter Führung von Nissa. Kommt man durcheinander. Unter Führung von Kiria betretet ihr den rostigen Drachen. Eine äußerst gepflegte und saubere Herberge, Taverne mit Zimmern. Hinter der Theke sieht man zwei Schankmagden fleißig hin und her eilen, um den Gästen die Getränke und das Essen zu bereiten. Und auf euch zu kommt eine ältere, so mit grauen Haaren und so einem Dutt nach oben geflochten, eine Halblingsfrau, die so eine Nickelbrille vorne auf der Nase sitzen hat, viel zu große Ohrringe an ihren Ohren, und kommt auf euch zu und begrüßt euch mit: Kiria, mein Kind, du bist ja schon wieder da. Ja. Verdammt, es lief nicht so, wie es laufen sollte. Aber schön, dich zu sehen. Ich drück sie. Ja. Alles Hallo, gut? Meine Lieben. Bei uns ist doch immer alles gut, das weißt du doch. Ja. Darf ich dir vorstellen, das sind Trinket, Nissa und Draxa. Und das ist Betana. Hallo. Betana Corvin, mein Name, und die Inhaberin und Führerin des Gasthauses zum rostigen Drachen. Ein Hort für Abenteurer und die, die es werden wollen. Freut mich. Ja, hallo. Hast du Zimmer frei? Ach, für deine Freunde immer. Sehr schön. Gut. Drei Zimmer oder ein Zimmer für drei oder möchte jeder eins? Mir ist das Latte. Draxa, darf ich wieder bei dir schlafen? Ja, sicher. Dann mache ich zwei Zimmer fertig. Sehr gern. Du siehst nicht gut aus, Kind. Ja, wir sind zwei Tage hergeritten. Ich bin ein bisschen müde. Und du siehst sorgenvoll aus. Wenn du wüsstest, mit was wir hier angeritten sind. Der Zwerg musste sich unbedingt einen Elefanten holen. Es war... Schieb doch nicht alles auf Trug. Ein Elefanten? Du warst schon vorher schlecht drauf. Ich bin beeindruckt. Ein schönes Tier. Wo habt ihr den denn her? In Magnima gekauft. War ein Schnäppchen.
Ein Schnäppchen. In Magnima kann man auch alles kaufen. Wisst ihr was Gutes an einem Elefanten? Was denn? Selbst in der größten Hungersnot habt ihr immer genug Fleisch. Egal, also... Das ist gemein. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Draxa! Er kann Fleisch machen? Wie jedes Tier. Sie wollen Tröd essen. Was? Nein, nein. Nur im Notfall. Was? Der lässt sich aber schnell verunsichern, Kilia. Ja, trinket. Der muss noch ein bisschen was lernen. Ich weiß noch nicht so genau, aus welchem Loch er gekrochen kam. Wie alt bist du denn, mein Junge? 18. Nein, das ist gelogen. Sie guckt dich auch, sie guckt dich auch an so. Mhm. Hör auf, sie anzulügen. Vielleicht irgendwann mal. Ja, wenn er Glück hat und vorher nicht irgendwie von, ach, egal. Ich hab mich einfach nur gut gehalten und die anderen lasse ich die ganze Zeit glauben, ich wäre so jung. Mhm. Ich bin ja ein charmanter Lügner, ne? Stimmt, tatsächlich hast du das Talent, ne? Ja. Charmanter Lügner. Ja. Ich bin fast versucht, es dir zu glauben. Fall nicht auf sein Lächeln rein. Nein, das war nur ein Scherz, aber bei so hübschen Frauen wollte ich es einfach mal versuchen. Ah, Charmeur! Kommst 50 Jahre zu spät. Na gut, deine Eltern werden sich freuen, wenn sie dich sehen. Ja, ich wollte gerade fragen, geht's denen gut? Ich habe nichts anderweitig gehört. Oh, ich glaube, ich bleibe noch einen Moment, bevor ich nach Hause gehe. Iria, du tust so, als wäre das so ein endgültiges Ding. Wir sind ja jetzt zwar wieder hier, aber das heißt ja nicht, dass wenn man auf Abenteuerreise geht, nie wieder nach Hause kommen und vorbeischauen kann. Du musst doch jetzt nicht wieder einziehen. Oder denkst du, du musst wieder einziehen? Ich glaube nicht, dass ich eine Wahl habe. Meinst du, ich kann mir hier ein Zimmer nehmen? Meinst du, was da los ist, wenn meine Mama das rausfindet? Nein, ich meine, denkst du, du musst jetzt hier bleiben? Ich weiß nicht, jetzt schauen wir halt erstmal, was kommt. Wir werden Na sehen. Gut, ich bringe euch erstmal was zu futtern. Ja, bitte. Eine gute Idee. Und was zu trinken. Und was zu trinken. Sehr gerne. Während ihr da sitzt, wird Musik gespielt. Eine Bardin sitzt da und spielt auf einem asiatisch anmutenden Saiteninstrument, die mit diesem ganz, ganz langen Hals diese, ich weiß nicht, wie die heißen. Ist auch egal. Auf jeden Fall macht sie da drauf Musik. Und euch wird Speis und Trank gebracht. Also wirklich eine große Platte. Ihr habt das Gefühl, dass ihr besonders viel bekommt, weil ihr Kiria dabei habt. Und Met Bier wird euch gebracht. Tatsächlich ein Bier, das mit lieblichem Met versetzt ist und sehr, sehr süffig und schwer ist. Ah, nice. Das ist echt was Schönes. Ich winke irgendwann nochmal Betana zu uns an den Tisch. Mhm. Ja, mein Kind. Hast du einen Moment Zeit? Für dich immer. Magst du dich zu uns setzen? Ich habe eine Frage. Natürlich. Sie holt sich einen Hocker und setzt sich zu euch. Hör mal, wir haben in Magnima tatsächlich hier den Waldemar-Kerl. Wie heißt er noch? Warte kurz. Der Sohn, du weißt schon. Caleb, genau. Der Sohn vom Alten. Getroffen. Und der war felsenfest davon überzeugt, dass sein Vater nach Sandspitze zurückgekehrt ist. Also ich meine, ich bin noch nicht so lange weg, aber der war doch nicht wieder da. Das ist ja das Erste, was ich höre. Du hast auch nichts mitbekommen, dass der wieder da ist, ne? Nee, aber wohl, dass irgendwie, also alle sagen irgendwie, dass komische Dinge passieren rund um das Anwesen der Waldemars. Ist das so? Was denn für komische Dinge? Ja, eigentlich ist das Haus ja verlassen und die Bediensteten wohnen ja gar nicht im Haus. Die gehen nur ab und zu vorbei, um es sauber zu machen, damit das Haus nicht verkommt. Aber ein paar von den
Kindern schleichen sich halt ab und zu hin und sagen, da wären nachts irgendwelche Lichter. Sagen sie. Total verrückt. Naja. Aber du hast damals auch immer wieder Abenteuergeschichten erfunden. Ja, schon richtig, aber das irritiert mich. Wie kann er glauben, dass sein Vater hier ist? Ja, vielleicht gucke ich mir das ja mal an. Ist sein Vater nicht in Magnima? Die beiden sind doch aufgebrochen nach diesen schrecklichen Ereignissen. Ja, aber es ist nur noch Caleb da und er sagt, sein Vater wäre hier und er hätte auch mit ihm korrespondiert. Also, da stimmt irgendwas nicht. Sehr seltsam. Ja. Das ist tatsächlich komisch. Naja, gut. Wir werden sehen. Es müsste auch tatsächlich bald eine Lieferung hier ankommen. Ein Schiff aus Magnima mit Lieferungen von... Naja, es kommen ja immer wieder Schiffe hier an. Ja, aber von den Waldemars müsste hier was ankommen. Na dann. Naja, kann ich Mama und Papa fragen. Die werden wahrscheinlich selber was dabei haben. Naja. Gut, ich danke dir. Ich wollte nur wissen, ob der Alte jetzt wieder aufgetaucht ist. Aber anscheinend nicht. Wie gesagt, nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich schaue mir das morgen mal an. Prima. Gut. Dann, sie hüpft von diesem Stuhl runter. Nochmal, viel Spaß in Sandspitze. Ich muss mal wieder arbeiten. Sie bringt dann jedem von euch noch einen Schlüssel, beziehungsweise Draxa und Trinket gemeinsam einen Schlüssel und Nissa bekommt einen für ihr Zimmer. Ihr habt zwei Zimmer direkt oben unterm Dach. Sag mal, das Schiff braucht doch auch nur 2 Tage. Es müsste ja praktisch zeitgleich mit uns fast angekommen sein. Es müsste jetzt eigentlich ankommen. Entweder gestern oder heute oder morgen an einem der Tage, je nachdem, wie der Wind steht. Stand auf den Papieren drauf, wie das Schiff heißt? Oder haben die sowas wie Namen hier? Nö, stand nicht drauf. Okay, alles klar. Okay, sind wir gegen Abend angekommen oder was haben wir für eine Tageszeit? Ja, ist gegen Abend. Ihr habt euch tatsächlich beeilt, so schnell es mit einem Elefanten ging und habt es deswegen mit nur einer Übernachtung geschafft, aber es ist jetzt schon ziemlich Abend. Okay. Tja, Leute, es sieht so aus, als müsste ich mich mal nach Hause machen. Soll ich dich lieber abliefern? Nein. Entschuldige, aber das sind meine Straßen. Mich erwischt hier keiner. Und schon gar nicht jemand, der aus Magnima mitgekommen ist. Auf gar keinen Fall. Nein. Ich komme nach Hause. Das ist um die Ecke. Mach dir keine Sorgen. Ich komme nach dem Frühstück hierher zurück, okay? In Ordnung. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Oh, heute noch eine Runde Bier. Aber sehr gerne doch. Noch einmal das Gleiche? Ja. Sehr wohl. Ich würde ein paar Momente warten, bis Kiri aus dem Haus raus ist. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, ich gehe ihr doch hinterher, nur bis zur Haustür. Ich gucke nur, dass sie ankommt, okay? Ich bin gleich wieder da. Und wird hinterher schleichen. Schleichen? Okay. Das ist schleichen. Sehr lustig. Schleichen. Ja. Ich bin sehr wachsam. Ne? Ich kann schleichen. Ja. Dann mach doch mal eine Heimlichkeitsprobe. Und die liebe Kiria sagt mir mal, was ihre passive Wahrnehmung ist. Ich würde noch einen draufsetzen. Ich würde nicht nur steichen, weil ich es noch nie benutzt habe. Ich benutze ein Gesicht in der Menge. Meinen Fokuszauber. Ja, dann wird es sehr schwer. Du erhältst einen Zustandsbonus von +2 auf Heimlichkeitsproben. Ich achte ja auch nicht auf Nissa, die ist ja auch keine Gefahr, ne? Also ja. Ich halte Ausschau auf diesen Kerl. Ja, was ist deine? Ich 19, 20? Ist das einfach die Wahrnehmung +10 oder was ist das? Oder? Genau. Ja, dann ist es 19. Müsste eigentlich 20 sein, weil du bist eine Stufe aufgestiegen. Nee. Das letzte Mal war es nicht auf Stufe 3 schon 19? Nein. Warte kurz. Ich meine, mich zu erinnern. Also, pass auf. Es ist, glaube ich, nicht wichtig, because my dice betrayed me. Okay. Ich habe eine 2 gewürfelt und dann komme ich selbst mit Boni auf 15.
Ja, dann bemerkst du, liebe Kiria, ja. Nach kurzer Zeit, erst hast du dieses ungute Gefühl im Nacken. Du hast das Gefühl, jemand verfolgt dich. Dann kurz danach zu bemerken, dass eine nicht, also sie hält sich sehr weit im Hintergrund, aber eine nicht sehr geschickt schleichende Nissa, die tatsächlich, als du dich umdrehst, irgendwie sie so zur Seite dreht und in so ein Schaufenster reinguckt und aber sehr geschickt macht sie das nicht. Ach Gott, sie gibt sich Mühe. Es wäre so grausam. Ja, also sie gibt sich definitiv Mühe. Es wäre so grausam, sie jetzt aufliegen zu lassen. Okay, es ist Nissa. Dann brauche ich auch nicht weiter nach Gefahr gucken. Offensichtlich rennt mir Nissa hinterher. Prima. Mhm. Ich laufe dann einfach nach Hause. Und tu so, als hätte ich sie nicht bemerkt. Mhm. Nissa, mach doch mal bitte eine um zwei erschwerte, weil du dich gerade bemühst, andere Dinge zu tun. Wahrnehmungsprobe. Ist es genauso schlecht? Nein, es ist eine natürliche Eins. Ha! Du, also, entschuldige, wenn ich alleine gelaufen wäre, hätte ich vielleicht würfeln dürfen, aber anstelle dessen fühle ich mich jetzt sicher und du machst sowas. Oh Mann. Das Heimlichkeit ist mein bester Wert. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das ist interessant. Tatsächlich schaffst du es, sie zu verwechseln. Also du verwechselst jemand anderen mit Nissa und schleichst dann jemandem ganz anderen hinterher und bist irgendwann fast panisch, als du merkst, dass Kiria gar nicht dahin geht, wo du weißt, dass sie zu Hause ist, sondern sich woanders hin auf den Weg macht. Was ist da los? Ich schleiche natürlich weiter hinterher und versuche, dem auf den Grund zu gehen. Ja, sie geht in eine Kneipe rein. Und zwar sieht die Kneipe echt übel aus. Also echt übel. Und du bist dir nicht ganz sicher, ob das wirklich gut ist. Also. Verdammt, ich werde wahrscheinlich schon wieder zusammengeschlagen, aber dann muss ich hinterher. Ja. Du gehst durch die Tür rein und das Erste, was dir auffällt, ist der furchtbare Geruch. Also es ist wirklich, in dieser Taverne stinkt es. Nach. Du kennst es aus den übelsten Hafenvierteln. Wenn, und du hast auch eine Erinnerung ans Lumpenend, wo ihr in diese Taverne reingegangen seid, wo man sich nur bemüht, ab und zu mal frisse Stroh über den Dreck des Bodens zu legen. Hinter dem Tresen steht ein Mann mit, der hat tatsächlich einen Hut auf, selbst hier drin. Und hinter ihm steht so ein Kessel, der in dem so ein Eintopf vor sich hin köchelt. Und die Leute, die hier drin stehen, sind oder sitzen oder liegen, scheinen alle ziemliche Halsabschneider zu sein. Keine Kiria. Direkt hinter dir geht übrigens jemand durch die Tür und da mal rein und rempelt dich so ein Stückchen nach vorne und du gehst direkt noch so zwei, drei Schritte weiter in die Kneipe rein. Ja, dann steht man ja drin, ne? Mhm. So ein Kack. Dann gehe ich mal an die Taverne, also an den Tresen, versuche ja, so zu tun, als hätte ich gar nichts anderes vorgehabt.
Abend. Abend. Was darf's denn sein? Was sagt denn die Bierkarte bei euch? Die was? Was für ein Bier ihr habt. Mit Alkohol. Das alles andere wäre auch sehr traurig. Ja. Dann nehme ich... Es ist gerade, glaube ich, ein helles. Dann nehme ich ein Bier. Alles klar. Er nimmt einen Humpen von der Theke, kippt den Rest aus, der noch drin war, wischt es einmal mit seinem dreckigen Lappen aus und geht dann zu dem Fass, das da hinten steht, das nicht ein Fass ist, wo man zapft, sondern einfach den Boden eingeschlagen hat, und nimmt das Bier da raus, stellt ihr es auf die Theke. Bitteschön! Was zu essen dazu? Danke, das passt. Heute sagen alle, der Eintopf wäre besonders gut. Neben dir wacht einer gerade auf der Theke auf. Ja, der ist super! Halt die Fresse! Nimmt den und packt den mit dem Kopf wieder so nach unten auf die Theke, und der Typ bleibt dann liegen. Ich denke, ich passe. Ich habe noch keine Grundlage. Anna, der Typ, der hinter dir reingekommen ist, sag mal, kenne ich dich nicht? Ich drehe mich um zu dem. Kenne ich den? Nicht, dass du wüsstest. Das wäre mir neu. Habe ich meinen Kater behandelt bei dir? Keine Ahnung. Aber irgendwoher kenne ich dich. Kommst du aus dem Süden? Nee. Ha. Mach noch mal bitte eine Wahrnehmungsprobe. Oh, Scheiße. »25.« Das reicht. Du guckst dich um in dieser Kneipe, diesen Typ, der da vor dir steht, und siehst, nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen, eine Art Dolch am Gürtel, der dir relativ bekannt vorkommt. Das sind Dolche, wie du sie gesehen hast in Magnima. Ja, ich habe so eine Idee. Ja. Gruppe, die, also du hast die Gesichter von der Gruppe nicht erkennen können, aber du weißt, dass dir danach das Gesicht wehtat. Ja. Und zumindest hast du das noch erkannt. Wen ist er aus der Kneipensituation wieder herauskommt, umringt von Leuten, die in Magnima damit beschäftigt waren, ihr das Gesicht umzugestalten? Und warum Leute, die scheinbar was mit denen zu tun haben, plötzlich in Sandspitze sind und offensichtlich schon von einer Gruppe, die aus einem kleinen Jungen, einer Art Gauklerin, einer Halborg und einem Zwerg bestehen, und einem, von der man Elefant sagt, dass sie mit einem Elefanten nach Sandspitze reiten. Wie die davon erfahren konnten und wie sie es geschafft haben, diese diskrete Gruppe zu erkennen, das erfahrt ihr in 2 Wochen in Folge 9. Ich hatte sehr viel Spaß. Der Elefant war alles wert. Ja, warte mal ab, was mit dir passiert, dann reden wir dann mal drüber. Das ganz wird ehrlich, mein treuer Freund. Wir sind so bunt, die hätten uns auch so erkannt. Ich denke, sie hätten tatsächlich, also ich bin mir einigermaßen sicher, dass sie euch so erkannt hätten, ja. Aber ich war dumm. Ich hätte mein Pferd Blümchen nennen sollen und du hättest ihn Benjamin genannt. Das wäre perfekt gewesen. Wieso fällt mir das jetzt erst ein? Eldaron, es wäre einfach nur reine Spielleiterwillkür und es gäbe keinen anderen Grund für das, was hier passiert ist. Um genau zu sein, seid ihr, lieber Chat, daran schuld. Ulrich, ja, sie haben Heldenpunkte. Ich erinnere da nicht immer dran. Oh, die aber die liebe Nissa hätte natürlich natürlichen 1 einen Heldenpunkt aus. Ja, ich finde, wenn man eine natürliche 1 würfelt und nicht gerade kurz vorm Sterben ist, dann
ist das dann doch auch darf mal ganz man auch lustig. Mal. Außerdem finde ich das Ergebnis, das da jetzt rausgekommen ist, ganz schön. Eben. Ich auch. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß daran. Und an all die Leute, die tief in Pathfinder drin sind, lasst mir doch mal den Spaß, so etwas mit einem Priester zu machen. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt Kanon, was ich tue. Aber wisst ihr was? Das macht mir gar nichts. Ich mach das trotzdem. So, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, meine Spieler auch. Und ich hoffe, ihr im Chat auch. Ich freue mich schon, wie es in 2 Wochen weitergeht. Ich habe einen Elefanten. Ja. Ich gucke mir jetzt das Lied an. Ja, ich gucke mir jetzt auch, glaube ich, noch ein paar Mal das Lied an. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeguckt habt. Noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr wiederkommt. Und zwar am Freitag. Am Freitag habe ich nämlich wieder einen ganz, 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 ganz wundervollen Gast im Stream. Nämlich die liebe Heike, die die Gemahlin vom lieben Mariano ist. Und ihres Zeichen Schauspiellehrerin, Schauspielerin, Theaterpädagogin, Regisseurin. Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Bestimmt. bestimmt ganz, ganz viel davon. Die ist am Freitag zu Gast und es geht darum, wie stellt man so einen Charakter dar? Wie stellt man vielleicht sogar verschiedene Charaktere dar? Sie wird euch uns ein paar Tipps geben aus dem Bereich des Impro-Theaters. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf und freue mich auch sehr darauf. Wir können alle nur daraus lernen, egal ob Spielleiter oder Spieler. Ja, sie bekommt auch den Beinamen Zwergenbändigerin. Dabei ist Mariano gar nicht so klein. Eine kleine News für euch. Ich muss noch kurz Werbung machen am Ende. Wir bekommen tatsächlich eine Lieferung von verbotenen Landeboxen. Und zwar konnte die liebe Saskia ein paar davon sogar von uns ergattern, die demnächst recht zeitnah bei uns ankommen dürften. Oder sind sie schon da? Nein, und ich habe gesagt, wir kriegen die demnächst. Ja, demnächst. Ja, und also es sind noch genug Boxen da, ne? Du kannst ja auch ganz normal noch nachordern. Also ja. Ist jetzt nicht, ist jetzt nichts, was nur einmalig reinkommt, sondern... Ja, Verbotene Lande ist ein wunderbares Rollenspiel. Kauft Verbotene Lande. So, das war die Werbung. Kauft Verbotene Lande, es ist sehr gut. Es warten auch vor allem noch ein paar auf die Boxen. Sobald die da sind, gehen die auf die Reise. Ja. Wir bekommen jetzt demnächst eine relativ große Lieferung und dann dürfte relativ viel außer den wirklich noch weit vorausliegenden Neuheiten an euch rausgehen. Wir freuen uns da schon drauf, weitere Pakete zu packen. Ja. So, und wie immer schließe ich diesen Abend in alter Tradition. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, bis bald. Wir lieben euch alle und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Prost.